brauche ich auch dabei. Ihr seid so gut verkleidet, nicht? Ich weiß gar nicht, wer ihr seid, nicht? Aber das macht nicht. Die Conny ist Präsidentin VCC, ja. Fastnachtsverband Franken, nicht? Ja. Conny, wen habe ich hier? Ein Club. Ja, ich bin Martin Schöffel, der Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat. Und Heimat ist natürlich alle fränkischen Regionen, in diesem Fall das Fichtelgebirge, die Luisenburg-Festspiele. Und da laufen solche Gestalten rum, mystisch, sagenhaft und in diesem Jahr wieder ein Sommernachtstraum von Shakespeare. Das ist auch gut, aber Heimat ist Wein und Wein bringt Finanzen, bringt Geld, ne? Naja, also muss auch beim einen oder anderen Hofkeller noch etwas dran gearbeitet werden mit dem Geld. Aber Wein ist Heimat, das ist unglaubliche Landeskultur und hier in Unterfranken eben der Wein, in Oberfranken das Bier. Das macht Bayern aus unter anderem und ich bin sehr, sehr beeindruckt, was da die Winzer hier in Unterfranken da eben produzieren und die Menschen damit glücklich machen. Dann bleibt uns nur noch eins. Wir wünschen heute viel Vergnügen, viel Spaß am Mittelpunkt der Europäischen Union. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Auch viel Spaß. Es wird ein großartiger Abend werden. Genau. Frau Gerlach, es sieht wunderschön aus und da hat man sich so richtig was bei gedacht. Bei so einem Kostüm, wie lange braucht eine Frau heutzutage, um sowas auszuwählen? Ehrlicherweise ist es gar nicht so einfach, weil man natürlich überlegt, passt das zum jeweiligen Ministeramt? Ich wollte aber tatsächlich keine Pflegekraft oder Arzt oder was so typisch wäre, was einem einfallen würde. Das gebietet aus meiner Sicht der Respekt. Ich will mich nicht als die verkleiden, weil die haben einfach sehr, sehr, auch schwierige Jobs und auch welche, vor denen ich großen Respekt habe. Deswegen habe ich bewusst etwas anderes gewählt, was aber durchaus auch mit Gesundheit zu tun hat und mit Wohlbefinden. Das ist die Natur, das ist der Wald. Ich bin mit meinen Kindern sehr, sehr oft im Wald und empfinde das als großen Erholungsort. Deswegen heute die Spessart-Waldfee. Pflege kann natürlich auch sehr, sehr schön sein und das stellt das natürlich auch wieder dar. Veitshöcher, Mittelpunkt der Europäischen Union. Was erwarten Sie heute von Fastnacht in Franken? Wie immer sehr, sehr viel, ehrlich gesagt. Man hat hier immer einen Grund zu lachen und deswegen kommen hier die Menschen her, um auch das Ganze etwas lockerer zu sehen, sich selber aber auch mal auf die Schippe zu nehmen. Ich finde es wichtig, dass man als Politiker auch immer über sich lachen kann. Im Normalfall kann ich das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ob ich das heute nach dem Abend nochmal sage, weiß ich nicht, weil es natürlich auch immer spannend ist, wie sie uns auf die Schippe nehmen. Aber ich finde, dass man sich da auch in Anführungszeichen stellen sollte, zur Verfügung stellen sollte und vor allem sehr wertschätzend sein sollte dem gegenüber, was heute Abend dargeboten wird. Und das wird wieder großartig, das weiß ich. Es ist immer schön, wenn man sich selber nicht allzu ernst nimmt. Und das ist natürlich klasse und wir wünschen viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank Ihnen auch. Ich meine, ich habe immer Schwierigkeiten, so einige Politiker zu erkennen. Nicht, aber das ist überhaupt kein Problem. Das gibt es überhaupt nicht, nicht. Vor allen Dingen zeugt das politisch gesehen auch für Nachhaltigkeit, nicht? So ist es richtig, ja. Also es wird keine unnötige Verschwendung betrieben, sondern ein recycelbares, wiederverwertbares Kostüm. Nein, aber klare Linie, schwarzer Sheriff für die Sicherheit der Menschen. Das Einzige, was Neues ist, der Orden, nicht? Der ist von diesem. Den habe ich halt jetzt gerade eben verliehen bekommen, ja, mit großem Respekt vor dem Fastnachtsverband, selbstverständlich hier. Aber ansonsten, ja, tiefschwarz wie immer. Und wenn man jetzt da so kurz vor dieser Sendung hat, als Politiker habe ich mir sagen lassen, ist man auch nervös, weil man überlegt, was kommt, in welcher Form komme ich dran und kommen Sie heute auch dran? Das weiß ich nicht. Ich mache meinen Job jetzt. Ich bin hier, glaube ich, schon seit 20 Jahren regelmäßig zu Gast in Veitshöchheim. Es macht mir immer riesig Spaß und ich bin eigentlich nicht so furchtbar nervös. Am meisten werde ich dann ja immer wieder behandelt. In den letzten Jahren wurde regelmäßig 5 Euro gegeben, 5 Euro kassiert für ein neues Kostüm. Ja, vielleicht gibt es auch was Neues heute. Das hoffen wir natürlich. Ich habe die Generalprobe gesehen, nicht? Und warm anziehen, aber Leder, das hält einiges ab. Genau. Viel Spaß heute. Okay. Dankeschön. Danke. Servus.
Hier Napoleon, nicht? Und Bayerische Rundfunkrat, nicht? Das ist natürlich so was ganz, ganz Schönes, nicht? Aber gerade der BR hat natürlich mit Fasnacht in Franken die Kultsendung schlechthin. Ich glaube, mittlerweile hat man Köln, Mainz alles hinter sich gelassen. Das ist richtig und das ist auch gut so, weil wir sind einfach hier in Franken die Besten. Mitgebracht, ne? Ja, auf jeden Fall. Also auch Napoleon weiß, dass in Franken der beste Fasching zu Hause ist. Ja, in Franken gibt es den besten Fasching, den besten Verein, nicht? Und was erwartet ihr heute Abend so speziell von der Sendung? Also ich muss sagen, ich freue mich echt jedes Jahr darauf, weil das ist das Highlight im Fasching. Und dann hier dabei sein zu dürfen, ist natürlich großartig. Und die Künstler auf der Bühne, die immer wieder mit ihrem treffsicheren Humor uns zum Lachen bringen, das ist das, wo ich mich echt drauf freue. Und Michel Müller ist für mich immer ein Highlight, aber es sind natürlich auch viele andere gute Künstler dabei. Wir haben uns die Generalprobe gestern angesehen, damit wir hier wissen, was wir die Künstler nachher fragen können, wenn sie von ihrem Auftritt kommen. Das sind dann immer so die besten Emotionen, so kurz danach. Ne? Da kriegt man die besten Antworten. Natürlich. Also von daher, wir sind gespannt. Und ich muss sagen, Fasching in Franken ist einfach der Beste. Und das dazu noch am Mittelpunkt der Europäischen Union. Viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.